Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Heute ist es soweit. Heute erfahren wir, wer der Kopf der Schlange ist. Ja, des Rätsels Lösung. Ich habe noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, meine Gedanken schweifen lassen. Und ich denke, ich weiß, wer es ist. Ich werde natürlich nichts sagen, um nicht zu spoilern, ne? Weil ich habe garantiert recht. Also gucken wir einfach, was Roshan sagt. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich. Die eine möchte ihre Macht behalten. Ne? Rätsel mal kurz zusammen. Die eine möchte ihre Macht behalten. Gut, Macht besessen, der Orden hat Macht, ne, wäre natürlich eine Möglichkeit. Der Richter, muss ich sagen, glaube ich nicht. Also, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Und die Dichterin wiederum, die hat ja 6 Kalifen überlebt und sie wird noch 6 weitere überleben, weil sie weiß, welche Ringe sie küssen muss und welche nicht. Und sie hat ja auch Verbindung zum Orden gehabt. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es die Dichterin ist. Er sagt ja auch, ein Bewunderer. Es könnte natürlich auch ihr Sugar Daddy sein, ne? Und jetzt will ich mal gucken, ob das der Sugar Daddy ist, beziehungsweise Basim wird jetzt gucken. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Cool, ich lag voll falsch. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. War gut, dass ich kein Auftragskiller bin. An dessen Spitze seine Mutter steht. Alles Böse am Leben und an der Macht und alle unschuldigen Guten sind tot. In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir Alamut. Gib mir die Feder, Meisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht. Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Also das letzte Mal im Palast, das war ja eigentlich ein Unfall, ne? Und es war ja eigentlich nicht meine Schuld, sondern die von der, die da auf dem Dach hockt. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Scherben. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und dann Spaß an der Freude. Du hast dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Wieso will sie uns jetzt ins Gewissen reden? Rein theoretisch ist unser ganzer Weg ihre Schuld. So viele tot oder verschwunden. Sie bin ich nachtragend, aber... Und jede einzelne Blutspur führt zu dir. El Bahamut. Die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Ich glaube nicht, dass das so wertlos ist. Der töte Kabiha. Der Kopf des Ordens der Ältesten. Kabiha ist aus ihren Gemächern im Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt. Das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Kabiha in ihre Geheimnisse eingeweiht wurden. Suche nach Möglichkeiten, in den Kalifenpalast zu kommen. Wir haben sogar die Möglichkeit eines Schlüssels.
Okay. Wir können ja einmal ausspielen hier, ne? Wir rufen einmal Enkidu. So, einmal hier vorne hätten wir eine Möglichkeit. Also der Weg nach drin ist lang. Ich bin zu weit weg, ne? Ich hoffe mal, dass hier kein Bogenschütze ist. So. Wir müssen noch dichter ran. Wir hätten vielleicht doch mal den Fokus leveln sollen. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen markieren, wenn wir unterwegs sind. Hier haben wir auch noch welche. Und da, und da, und hier, und dort. Und da oben, und da. Aber die können wir noch nicht markieren. So. Oh. Der Streichelzoo von Bagdad. Na, das wäre doch mal was. Und da unten... Ich glaube, wir können die Tür aufmachen, bestimmt aufsprengen, möglicherweise. Und dann können die unterirdisch, kommen die in den Palast? Können wir den Weg auch nutzen? Das wäre tatsächlich jetzt für mich das Interessanteste, was ich gern machen würde. Kann ich jetzt schon auf Anhieb sagen. Einfach weil... Lass die Katzen los, ne? So, wir haben hier noch ein paar Dudes da. Gehört das hier noch dazu? Oh, das gehört noch. Hier ist wirklich ein Zoo. Ich will mal gucken, was das mit den Katzen auf sich hat. Oh, wir haben noch die Postverwaltung. Ah, okay, okay, okay. Hier sind wir irgendwie schon drüber hinweg. Rang erreicht, Meister. Wollen wir nochmal kurz ein Schlückchen Bildung mitnehmen? Oh, das sind Aufständische. Jetzt kann ich nicht mehr fokussieren. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Okay. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Unter anderem. Also zum einen die und die Katzen. Aber wenn ich das eine mache, weiß ich nicht, ob das andere noch geht. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Das war ja im Gefängnis auch so. Die Macht der Abbasiden über ihr Imperium und einen großen Teil der muslimischen Welt rührte daher, dass sie den Titel des Kalifen für sich beanspruchten. Das arabische Wort, von dem dieser herrührt, ist Khalifa und bedeutet Stellvertreter oder Nachfolger. Im Kontext der Führung der islamischen Welt steht es für die rechtliche Nachfolge des Propheten Mohammed. Im Deutschen meist Mohammed. Achso, Mohammed. Mit A. Die Kalifen hatten weitreichende politische und militärische Macht. Sie stellten Heere auf, erhoben Steuern, benannten Richter und Verwalter und handelten diplomatische Verträge aus. Aber ihr Einfluss war nicht unbegrenzt und sie mussten mit der herrschenden Schicht zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Befehle auch tatsächlich ausgeführt wurden. Auch wenn die Macht der Kalifen theoretisch von Gottes Gnaden war, so konnte seine Entscheidung dennoch auf Grundlagen des demokratischen Prinzips im Islam, nachdem jede Person ihren Glauben ausüben durfte, angefochten werden, wenn sie nicht Gottes Gesetz folgten. Und das traf auf viele zu. Ja, Scheingläubige gibt es ja immer, ne? In jeder Religion, glaube ich. Ich glaube, da kann sich keine Religion rausnehmen. Und ich, die wenigsten, die wirklich direkt danach leben, würde ich glatt sagen.
Ein bisschen Widerspruch ist ja irgendwie immer drin. Aber ist ein schwieriges Thema. Also schwer zu debattieren. So, wo war denn jetzt hier dieser... Jetzt bin ich hier im Harem. Da ist der. Warte mal, hier können wir das markieren? Ja. So, einmal am Harem vorbei. Aber hier, da müssen wir hinter die Mauer schon. Dann würde ich sagen, wir überqueren den Harem. So. Sehr gut gemacht, Basim. Okay, wir kommen da nicht hoch. Oder wir umlaufen den Harem. Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Aber der Zoo ist mir nie aufgefallen, als ich hier rumgelaufen bin. Aber den sieht man jetzt auch so gar nicht, ne? Oder war ich da hinten überhaupt nicht? So, ab hier haben wir schon so ein bisschen... Da wird schon drauf geachtet, dass wir nicht zu nahe kommen. Okay, hier haben wir ein Tor. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. So, das ist direkt auf der anderen Seite der Mauer hier. Oha. Ich glaube nicht, dass wir die Mauer hochkommen, muss ich ehrlich sagen. Können wir die hochklettern? Nee, ne? Können uns nicht mal am Gitter festhalten. Aber an so einem kleinen Ziegelstein, der irgendwo vorsteht, das ist natürlich kein Problem. Da kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir müssen da oben hoch. Aber kommen wir von dort rüber? Es sieht nicht so aus, ne? Als ob wir da einfach reingehen können. Müssen wir uns mit Alis Verbündeten zufrieden geben? Würde ich ungern. Oh, hier ist ein Seil, das führt nach da oben. Geschickt. Hervorragende Krieger. Ich kann nicht glauben, was Imar zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist nachsichtig, doch du musst etwas tun. Es geht um deine Ehre. So, diesmal gehen wir auf Nummer sicher. Wir werden auch vorsichtig vorgehen. So. Ich möchte mich diesmal nicht erwischen lassen. Wo ist er? Kommst du wohl hierher? Ich habe hier gepfiffen. Hallo. Ja, guck doch mal. Hallo, hier. In der großen Fotobox. Hallo. Hier rein. Ja, ja. Selfie-Time. Komm, mein Süßer. Wir machen ein paar Schnappschüsse. Wie du aussiehst. So. In den Arsch. Ja. Mein Freund, das wird nichts mehr. Ja. Lass es über dich ergehen. Lass es einfach zu. Stirbt er vielleicht nicht? Doch. Ich wollte nicht erwischt werden, du Idiot. Aber ich wollte mein Messer auch wieder haben. Oh nein, das ist jetzt weg, ne? Ah, da ist es. Ich gehe davon aus, ich brauche das noch. Hat das wer gesehen? Das ist unfassbar. Die Leute hier im Ort, die kriegen alles mit, ne? Wie Oma Inge am Fenster. Kann ich zumachen? Nee.
Die hat's gesehen. Aber ich komme von hier immer noch nicht rüber. Ich müsste vielleicht noch mal einen hochgehen. Wie ich schon sagte, wir gehen im Stealth-Modus ziemlich vorsichtig und unerkannt hier durch. Okay, der ist auf dem Dach. Dürfte keiner sehen. Wir können uns hier rüber hangeln. Aber das bringt uns nichts. Auf diesen Zaun komme ich nicht. Aber wie komme ich denn an die Katzen? Weißt du was? Wir gehen vorne mit den Leuten rein und schleichen uns dann außen rum. Also wir nutzen Ali seine Gefolgsleute, um durch das Haupttor zu stürmen. Und probieren dann außen hier an der Mauer entlang zum Zoo zu kommen und die Katzen freizulassen. Ich glaube, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich kann fliegen wie ein Engel. Ich komme hier auch nicht rüber, ne? So. Im Stealth-Modus. Hier können wir rein, aber. Ich muss schnell und leise sein. Kamiya wird aufpassen. Bist du des Wahnsinns? Ich kann da in den Blumenhaufen springen. Hier, er ist gerade beschäftigt. So. Die gucken jetzt, wo der Mörder da oben ist, während wir schon längst drinne sind. Okay, ich guck mal, dass ich mich hier durchschleiche. Oh. Ich hoffe, Basi macht auch, was ich möchte. Palast der grünen Kuppel. Ich hätte ihn jetzt auch leben lassen können, aber wenn er schon mal hier ist, ne? Ja. Wenn er schon mal da ist. Der macht mir ein bisschen Sorge. Das sieht aus, als wenn der... Also vom Gang, den er eben hatte... Könnte man meinen, der hat irgendwas gehört. Den kriegen wir hier nicht rangelockt, ne? Hey, was ist da los? So. Na, traust du dich? Ein Bett in Kornfeld. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ist schon dabei? So. Ich hatte schon immer ein Händchen für Tiere. Jetzt ist nur die Frage... Wieso steht er da drinne und die Katzen sind auch da? Seid frei, Wer hat mich gesehen? Seid frei, Asdikai. Bestimmt nicht der Löwe, oder?
Okay, der eine Löwe ist dumm. Der läuft hierher. Der andere läuft gegen die Wand. Sehr schlaue Tiere. Ein Wunder, dass die an der Spitze der Nahrungskette sind. Okay, aber damit haben wir nur die hier vorne abgelenkt. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Erspar mir das Geplapper. Basi meint ein Sabbel. Jetzt hat noch gar keiner mitgekriegt. Was für ein Plappermaul. Jetzt schnuppert die Schnauze. Okay, so wird das nix. Und die Katzen sind auch schon alle weg. So. Der Große ist dran vorbei. Ja. Okay, das war's mit den Katzen. Also das habe ich mir wirklich besser vorgestellt. Das ist ja genauso enttäuschend wie am Hafen. Hier können wir untertauchen. Ich meine, die sind zumindest alle hier vorne jetzt, ne? Der eine würde gerne abhauen, aber er ist dumm und sieht da nicht, dass da Sachen im Weg stehen. Ich habe ein bisschen Angst, hier lang zu gehen. Okay, einer steht hier um die Ecke, den haben wir gar nicht markiert. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leute hier vorne. Und hier um die Ecke steht auch nochmal so ein Dutzend. Ich habe halt auch so ein bisschen Bedenken, wenn einmal der Alarm losgeht und die würden alle noch leben und kommen. Wir müssen mal gucken, dass wir die irgendwie ein bisschen ausgedünnt kriegen. Und wenn nicht komplett, aber zumindest so, dass wir hier auch wieder rauskommen. Aber nicht auf die Art. So, da haben wir den Großen. Wenn wir uns in dem Avion... Ich weiß nicht, ist der da durchgelaufen? Hm, wo kam das denn her? Was ist da? Da hat sich das mit dem Pavillon ja erledigt. Eigentlich wollte ich mich da drunter stellen und gucken, ob der hier dran vorbeigeht. Okay. Kommen wir jetzt unauffällig in den Heuhaufen? Hey du! Halt! Zu offensichtlich? Hm. Hey! So. Sein Kollege wird in den Heuhaufen gezogen, so. Och, naja, das wird schon in Ordnung sein. Ja, will er sich gerade wieder hinsetzen? Was, ein Pfeifen? Irgendwas stimmt hier nicht. Merkwürdig. Human Centipede. Wie viele Leichen können wir hier drinnen eigentlich stapeln? Was? Okay. Hier kommen wir nicht rein. Ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich einen Plan, wie ich da reinkomme. Also mein Plan ist eigentlich ausdünnen, ausdünnen und ausdünnen. Oh. Das hat nicht gereicht.
Das hat nicht gereicht. Ach so, ja, das geht ja gar nicht mit den Attentaten. Ah, ja. Ich muss ja erst wieder invisible werden. Oh, da ist eine Kiste drin. So. Dann gehen wir mal ein bisschen durch die Sträucher. Da ist das Wurfmesser nicht weit genug geflogen. Geht doch nicht hin und her. Ah. Hilfsmittel aufgebraucht. Aber ich bin der Meinung, hier waren doch haufenweise Beeren und Lebensmittel, ne? Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Ja. Basim. Gut gemacht. Okay. Danke fürs Warten. Hättest du nicht auf mich gewartet, wer weiß, wo ich da alles hätte hinlaufen müssen. Also wo überall und, ne? Überhaupt. So. Das wird mein Leichenwagen. Jeder Bestatter wäre stolz auf mich. Okay, hier kriege ich jetzt aber keine Wurfmesser wieder. Ah, die habe ich verschwendet. Oh. Ein Gestank muss sie vertrieben haben. Gründlich zu sein ist nie verkehrt, wenn irgendwas ist. Sei unbesorgt, wir werden nicht nachlässig. Will nicht irgendeiner von euch mal gucken kommen? Sich zu verausgaben bringt ja nichts. Wir bleiben wachsam. Okay, dann lassen wir die doch in Ruhe. Wenn die sich nicht, wenn die wirklich nicht weg können da, warum soll ich die angreifen? So, einmal ein bisschen Leben wiederherstellen. Wir haben ja auch nur zwei Tränke. Jetzt müssen wir mal schauen, wie kommen wir denn nach hier vorne? Das reicht nicht, ne? Lass deinen Blick schweifen. Überdenken wir unsere Herangehensweise. Okay, da oben sind zwei. Das wollte ich nämlich wissen, ob da auch welche sind. Und dort haben wir nur drei. Aber ich bekomme die ja hier nicht rangelockt, ne? Ist das so ein Heuhaufen? Ne, das ist ein Busch. So. Los. Nicht. Ja, das musst du doch hören. Ja. He's coming home, he's coming home. Tell the world that he's coming home. Hi. So. Jetzt wird schon keiner sehen. Okay, nächste. Vier Stück haben wir insgesamt. Hey, was war das? Hey, was ist da los? Ja, und... Hey, was? Weg. Nur zwei. So.
Also das Ausdünnen, das funktioniert sehr gut. Seid bereit. Es sieht nach Ärger aus. Augenblick. Kann man so interpretieren, ja. Oh, ich häng fest. Was? Ich verstümmel dich Stück für Stück. Okay, jetzt kommt er aber, ne? Hey, was? Oh, hat man gar nicht gesehen? So, wir nehmen den nochmal ein Stück zur Seite. Ganz schön rot gefärbt hier. Ne? Hier muss einer mit Farbe gekleckert haben. Ne, Palme auch angestrichen. Was haben sie denn hier gemacht? Dachziegel rot, oder? Okay, wir haben noch da hinten zwei. Die könnten natürlich auch wieder die Wachen ablenken. Und einer steht hier oben, ne? Hier vorne gleich. Da. Ich bin mir nicht sicher, ob das verschwendet wäre. Ach, ich hab ja gar keine. Oh, ich hab mich schon gewundert. Okay, da gehen nur Leute. Ich hab gerade gedacht, da kommt jetzt Verstärkung. Eine Feuerbestattung. Ah, hier, wir müssen noch ein bisschen Feuerholz nachlegen, ne? Ein bisschen Brennstoff hier. Flamme geht ja bald aus. Dann ist der wunderschöne Palast gar nicht mehr so beleuchtet. So. Ja, das brennt doch schon viel besser. Viel besser. Ja, einfach die Tür rein, oder? What the heck is... Das ist die verriegelt von innen. Aber mit was für Brechern? Okay, wo komme ich denn rein? Fürs beliebte Dach müsste ich hochklettern, ne? Komme ich aber nicht. Also wer auch immer da so furchtbar spielt, ich glaube, Person könnte uns helfen, reinzukommen. Hier ist ein Gitter unten, aber da stehen ein paar Wachen. Hier kommen wir nicht rein. Okay, dann wir nehmen die hier vorne mal weg und gucken mal, ob wir durch die Tür da kommen. So. Ob die mitbekommen haben, dass er gerade mysteriös umgekippt ist? Wie tief die Großen gesunken sind. Jetzt ohne Witz. Merkwürdig. Ich meine, wovon gehen die aus? Der alte Herbert, ne? Oh, ja klar, der macht ja ständig Nickerchen auf der Arbeit. Faule Sau ist das, der kann auch überall schlafen, ne? Jetzt jemand! Lass das Gesetz nur kommen, wir sind bereit.
Also wäre er jetzt wirklich so überrascht gewesen, da hätte ich aber gezweifelt. So. Die haben wir weg. Und hier können wir sogar rein. Moment. Bedienstete kommen überall hin. Dieser Mann könnte mir einige Türen öffnen. Wie drückend sich die Luft heute anfühlt. Dies sind verräterische Zeiten. Und höchst ungastlich. Ich meine, wenn wir als Eunuch den Gast ehren, wie es ihm zusteht. So ist es. Aber El Mutawakkil wurde in seinem Winterpalast ermordet. Seitdem wurde der Wachschutz erhöht. Das sehe ich. Überall treffe ich hier auf düstere Blicke und verschlossene Türen. Weitere Münze anbieten. Wäre dies nur genug, sie zu öffnen? Fürwahr? Eine offene Tür ist eine kostbare Sache. Also hätte er jetzt nochmal Geld haben wollen, wäre ich ausgeflippt. Woher willst du das wissen? Du bist im Palast eingesperrt. Das ist doch nicht zu fassen. Die ist hier eingesperrt. Hier gibt es keine Plakate. Ja. Merci, bester Mann. So, wo kannst du mich noch reinlassen? Da? Aber hier gibt es keine Plakate, keine Zeitung. Sich dir alle Türen. Das verschönert dir hoffentlich deinen Aufenthalt. Ja, danke, sehr gnädig. Es fühlt sich schon alles ganz anders an. Endlich. Jetzt finde ich Kabiha und rette Alamut. Aber hier gibt es keine Zeitung. Hier, ich meine, hier gibt es gar nichts. Woher weiß die, was ich gemacht habe? Ich kann da lauschen, vielleicht von der Box aus. Wie kann jemand so lange im Wasser sitzen? Wie man hört, badet Kabiha auch gern. Wie die Mutter, so der Sohn. Früh am Grab von Ibn Hanbel. Das ist etwa auf halbem Weg zwischen uns. Ich komme direkt nach dem Morgengebet. Bitte sei pünktlich. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Abu ins Abdullah Bad. Abdullah muss in der Nähe sein. Kabihas Sohn wird mich zu seiner Mutter führen. Okay, wir folgen dem Sohn. Suche nach Kabihas Versteck. Kabihas Sohn Abu Abdallah ist in den Bädern. Ja, Spiel. Man mag es nicht glauben, aber ich bin das erste Mal in diesem Haus. Die Bäder sind wo? Ja, das wäre schon cool, wenn meine Ausdauer ein bisschen... Also Sneaky Peaky, irgendwie funktioniert das nicht. Das ist irgendwie nicht meine Spielart. Obwohl ich das gerne machen würde. Okay, das wäre jetzt der Schlüssel gewesen. Schönen Dank dafür. Und dafür wollte ich den Typen beklauen. Leute, das ist eindeutig nicht so, wie es aussieht.
Ist ja. Ich habe hier auch gar kein Glück. Der Rüstungsschmied steht uns zur Verfügung. Wir kriegen alles, was wir brauchen. Muss ich jetzt hier runter, ist die Frage. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay. Sprich, ich könnte hier aber aufmachen. Komme ich hier nach draußen? Boah, ist das hell. Okay, von der anderen Seite. Von der anderen Seite wäre draußen. Bringt mir nichts. Okay, wir suchen das Bad. Das sieht aus wie ein Bad. Aber das scheint es nicht zu sein. Ist auch von der anderen Seite verriegelt. Bin mir nicht sicher. Okay, von hier komme ich nicht rein. Dann weiß ich nicht, was der mir da anzeigt mit diesen Ausrufezeichen. Also wie ich da hinkommen soll. Aber egal. Gut, dann gehen wir eben nach oben. Wir ignorieren das hier. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen, da kommen wir ja nicht hin. Kisten haben wir auch noch gar nicht geguckt. Was? Nieder mit dir! Also ich meine, ich habe die wenigsten Leichen entsorgt, aber... Okay, da hinten haben wir auch noch Wachen. Zwei an der Zahl. Aber die bewachen den großen Raum hier rein. Also gehe ich mal davon aus, wir können die Treppe hoch. Wenn wir weiterkommen wollen. Und hier muss irgendwo das Bad sein. So, jetzt aber mal ein bisschen origineller hier durch. Hier ist niemand. Also hier hinter der Ecke sind zwei. Aber die kriegen wir auch. Wir haben jetzt hier keinen. Ja, egal, aber die können wir doppelt. So. Okay, damit haben wir die beide weg. Und was ich eben gesehen habe, da hinten muss irgendwo der Sohn sein. Der wurde mir nämlich eben gerade angezeigt. Oh, Hilfsmittel. Das können wir gebrauchen. So, hier haben wir nochmal von innen verriegelt. Da ist noch eine dicke Kiste, kann das sein? Da. So, und der Sohn müsste ja das da sein, ne? Oder ist das die Frau? Nee, das ist die Frau schon. Keine Ahnung, der Sohn ist da unten in dieser komischen Badtür, die ich nicht aufkriege. Okay, und da muss es schnell gehen. Sieh mal ab. Unsere Treffen müssen wirklich aufhören. Sehe ich ganz genauso. Wo ist Kabiha? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Das ist das Schandluder, das mich zum Mord bewegt hat. Warum nicht? Hat mir letztes Mal gut gedient. Weißt du, was Kabiha ist?
was sie wirklich ist? Mehr als sonst jemand. Ich bin eher ihr Kind als ihr eigener Sohn. Dieser Narr, der seinen Vater vor seinen Augen sterben ließ. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Aber ich schon. Und ich rate dir, verlasse diesen Ort. Entferne dich von Makira. Nix lieber als das. Makira wird ihre Herrin warnen. Mal sehen, wohin sie mich führt. Du Unhold! Schande auf dich! Wachen! Holt die Schorte! Ich traue der Frau nicht. Die letzten Male hat sie mich missbraucht. Als Werkzeug ihrer mordlüsternen Feldzüge. Wieso wird nach mir schon wieder gesucht? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Die Bibliothek. Kabiha muss dort sein. Allah verdamme dich. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Dich gerne. Deine Herrin allerdings. Was du auch tust, du wirst sie nicht finden. Verflucht. Weiter zu sagen. Gewiss gibt es einen Raum hinter diesem. Ich dachte, ich darf sie töten. Eine Berufung. Träumst du von einer Welt, in der Herrscher nicht durch ihre Geburt oder Blutvergießen an die Macht kommen, sondern durch Weisheit und Stärke? Stellst du bedeutungslose Wahrheiten in Frage? Erschweren dir belanglose Bräuche den Tag? Dienst du, wenn du befehlen solltest? Dann meld dich in der WhatsApp-Gruppe. Bist du es leid, deine Knie dazu zu zwingen, sich zu beugen? Dann komm und suche und zwischen den Büchern erhebe dich als Hirte für eine verirrte Herde. Ein strahlendes Leuchtfeuer von Ordnung und Licht. Zwischen den Büchern... Das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Viele Bände von Arib. Kabiha ist eine Bewunderin. Blaue, schwarze, weiße und gelbe Bücher. Da oben, ja. Und nur einmal gucken, haben wir hier noch irgendwie eine Kiste zum Wegsnacken? Hätte mich jetzt auch gewundert. So, die nehmen wir noch mit. Dann gehen wir einmal hier hoch. Und da oben ist der Geheimgang in den Geheimraum. Gut lesbar an dieser Treppe. Nicht Treppe. Mich fleucht, ich bin da was auf dem Leim gegangen. Mit welchem Buch würde Kabiha ihren Weg markieren? Sie hatte Aribs Buch in ihrem Gemach. Welche Farbe hat Aribs Buch gehabt? Schwarz? Ich gehe davon aus, das ist falsch. Wir stecken es nochmal ein und legen... Blau? Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder Meer... Ja, wir können das einfach durchprobieren. Was weiß ich denn, welche Farbe dieses Buch hatte? Vielleicht gibt es einen Hinweis in einem ihrer Gedichte. Symmetrie der See oder... Meer, Wüste, Kobra, Taube. Ach, ich soll das Gedicht aufsagen?
Oh, ups. Naja, aber jetzt haben wir zumindest mal gesehen, keins der Bücher ist eine Lösung. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Das ist, Aha, ah, ja, aha, aha, was ist denn da oben zu sehen? Mhm. Die Bücher müssen jetzt aber nicht in der Reihenfolge gelegt werden, oder? Kann ich hier um die Ecke... Ich sehe es leider nicht. Ein Vogel, die Wellen, eine Insel oder Palmen, Wüste. Kobra, der Vogel symbolisiert das Nest. Haben die Bücher dieselbe Zeichnung? Warte mal, schwarz, blau ist Meer, gelb Wüste. Schwarze Kobra vielleicht, weiß. Weiß, Wüste, weiß. Wir hatten, was ist das erste hier? Wir hatten blau. Sagen wir blau, gelb, schwarz und weiß für eine weiße Taube, Friedenstaube. Also erst das blaue. So. Oder haben wir hier vier Bücherdinger? Dann haben wir das gelbe. Dann würden wir mit der schwarzen Kobra gehen. Und jetzt das weiße Buch für die Taube. Das Gedicht nochmal. Wie ging noch das Gedicht, das sie vortrug? Tobe wie das Meer, ich versüße dein Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz, fest. Steig auf wie die Taube, komm in mein Nest. Ah, okay. Also wir fangen an mit dem Ozean. Das ist jetzt hoffentlich auch der erste. So, das heißt, wir haben hier, hätten wir denn die Wüste? Das gelbe Buch, da. Dann käme als nächstes die schwarze Kobra. Dass ich da dran vorbeigelaufen bin, ich hab's echt nicht gesehen. Nee, dafür sind wir ja gemeinsam hier, ne? So, und jetzt müsste zu guter Letzt das Weiße. Mir muss etwas entgangen sein. Ach, bin ich... Ich bin ja sowas von Jack. Ich bin ja sowas von Jack.
Gelbes Buch. Habe ich das Gelbe schon? Nee, warte. Ich probiere was anderes. Oh, wir gehen nochmal weiter. Ach, bin ich doof. So, das stecken wir auch nochmal ein. Und das nehmen wir auch nochmal weg. Hier haben wir nämlich das weiße Buch. Ah, bin ich Jack, ey. Entschuldigung, aber ich bin so doof, dass ich das nicht gesehen habe eben. Oder geschnallt habe, besser gesagt. Gesehen habe ich es ja schon. Schwarz. So. Hier haben wir gegenüber, ich habe es nicht gesehen, gelb. So, und das letzte Buch packen wir jetzt hier rauf und dann müsste eigentlich der Schrank aufgehen. Da hätte man auch früher drauf kommen können, ne? Das war ziemlich dumm. Jemand gab sich große Mühe, das zu verstecken. Ja, geht so. Ungefähr so, wie ich meine Weihnachtsgeschenke versteckt habe. Was? So, aber hier runter. Okay, wir haben noch zwei Elixiere, ein bisschen Leben noch. Ich hoffe halt noch ein bisschen, dass wir hier nochmal einen kleinen Snack kriegen. Verborgener. Nee, denke ich nicht. Bleib stehen, Weib! Du unverborgene Unholdin des Ordens. So viele Jahre der Suche. Uralte Schriften und Gräber durchkämmt. Vergessenen Geschichten nachgespürt. An Gerüchte und Mythen geklammert. Hm. Dabei hätte ich nur warten müssen. Hm. Darauf, dass du zu mir kommst. Das ist ziemlich uncool. Der verlorene Sohn ist gekommen. Doch er weiß nicht, was er ist. Hast du dich nie über dein Wesen gewundert? Du, der du mehr siehst, mehr weißt. Selbst mein Sohn fragte, was du bist. Als er sah, wie deine Berührung das Geschenk der Ältesten erweckte. Was bin ich? Du bist mehr als ein Mensch. Genug der Rest. Ich wusste es. Mach es klar. Wir sind ein Gott. Sprechen, was man zeigen kann. Komm mit nach Alamut. Unter den Tempelmauern liegt alles Wissen, dessen Erbe du bist. Deine sogenannten Brüder würden eher sterben, als es dir zu überlassen. Aber hab Mut, Basim. Wir werden den Weg bereiten. Und dich befreien. Nein! Roshan. Ich wusste es. Welches Gift hast du von ihren Lippen geleckt? Sie sagte, ich wäre mehr als ein Mensch. Was hat sie gemeint, Roshan? Was liegt unter dem Tempel? Das ist verbotenes Gebiet. Dort gibt es nichts für dich. Ich erzählte dir von den Albträumen, dem Djinn. Du nanntest es eine Schwäche, die ich richten müsse. Ich versuchte es, aber du hast mir den Weg verschleiert. Du ließ mich damit allein. Nicht allein. Du bist nicht der Erste, der gequält im Dunkel wandelt, Basim. Flicke deine Scherben zu einem Ganzen zusammen. Gieße deinen Schmerz in die Bruderschaft. Befreie dich von ihrem Gift und komm zu uns nach Hause. Nicht mehr als ein Mensch, aber nicht weniger als unser Bruder. Oh,
Oder würde dir das nicht reichen? Nein, ich will es wissen, was mit mir los ist. Wenn es so wäre. Folge dem Pfad, den sie dir bereitet hat. Und ich töte dich eigenhändig. Mindblowing. Ich muss hier raus und Nihal erzählen, was ich erfahren habe. Okay, also ist Nihal jetzt unsere einzige... Na gut, das war eigentlich klar, dass sie unsere einzige wirkliche Freundin ist. Das wussten wir ja vorher schon. Dass sie, ja, die einzige ist, der wir wirklich trauen können. Weil Roshan, logischerweise, die vertritt natürlich die Interessen der Bruderschaft. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne wissen, was unter diesem Tempel ist. Warum müsst ihr es mir immer so schwer machen? Komme ich hier irgendwo raus? Ich kann es aber versuchen. Spring doch, Basim! Guter Junge. Wir kommen nicht durch das Tor. Okay, das Tor ist offen. Wir kommen durch das Tor. So, Achtung. Au, au. Oh, das waren zwei richtig harte Hits. Vorsicht. Wo sind denn die Aufständischen? Ich dachte, oh Gott, scheiße. Ich dachte, ich kriege hier draußen Unterstützung. Natürlich kriege ich hier draußen keine Unterstützung. Jetzt muss ich wieder fliehen. Munar wäre ganz cool. Sag ihnen, sie lügen. Sag ihnen, sie lügen. Okay, jetzt muss ich nur noch die Leute abhängen. Ich reagiere ganz schnell allergisch auf den Tod. Habe ich das Gefühl, ich laufe hier im Kreis. So. Okay, aber das Fahndungslevel ist zumindest schon mal weg. Okay. Und die Guten haben wir auch so gut wie abgehangen. Jetzt müssen wir zu Nihal. Oh, die stirbt bestimmt noch. Wahrscheinlich bringt Roshan oder irgendwer anders aus der Bruderschaft die auch noch um. Alleine, weil sie auf unserer Seite steht. Und wir einfach zu neugierig sind und zu viel forschen. Die letzte Reise trifft dich im Versteck mit Nihal. Wenn das wirklich die letzte Reise ist, und wir ja auch noch bop, 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 in den Nachforschungen hätten wir ja noch die Bruderschaft hier. Und diese hier, ne? Oder hat das nichts zu sagen? Ah. Okay, das heißt, wir hätten hiermit die letzte Reise angetreten. Dann würde ich gerne das hier noch vorher machen, dass wir die Scherben, die wir schon haben, einmal einlösen, uns die Rüstung holen. Ach, den Bücherwurm, den haben wir ja auch ganz vergessen. Und dann würden wir unsere letzte Reise antreten. Aber das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Diese Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe nicht zu lang für euch. Wir sehen uns das nächste Mal gerne wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.